Liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste, es ist mir eine große Ehre, den diesjährigen Sacharow-Preisträger Dr. Denis Mukwege und seine Gattin Frau Madeleine Mapendo-Kaboi aus der Demokratischen Republik Kongo im Europäischen Parlament willkommen zu heißen. Cher Dr. Mukwege, Madame, Herr Dr. Mukwege, Madame, soyez les... Verehrter Herr Mukwege, verehrte Frau Mukwege, herzlich willkommen im Europäischen Parlament. Herr Mukwege, bevor ich Ihr außergewöhnliches Engagement würdige, einige weitere Gäste zu begrüßen, die sich um Freiheit und Menschenrechte verdient gemacht haben. Unter Ihnen die Vertreterin der ukrainischen Euromaidan-Bewegung, Elisaweta Schepetilnikova, die heute bei uns ist und die ich im Namen der Euromaidan-Bewegung herzlich begrüße. Sie, Frau Schepetelnikova, und Ihre Kolleginnen und Kollegen, Ihre Freundinnen und Freunde, Sie haben enormen Mut bewiesen und Sie haben unter Lebensgefahr für die gute Zukunft Ihres Landes gekämpft. Sie sind auf die Straßen gegangen, um in einer freien und demokratischen Ukraine zu leben. Dafür sichern wir Ihnen unsere volle Unterstützung und Solidarität zu. Herzlich begrüßen, meine Damen und Herren, möchte ich auch Dinara Yunus. Sie, Frau Yunus, sind heute nach Straßburg gekommen, um Ihre Mutter, Leila Yunus, zu vertreten, die nicht bei uns sein kann, weil sie immer noch inhaftiert ist. Herzlich willkommen, liebe Frau Yunus. Frau Yunus ist hier im Parlament für den Sacharow-Preis nominiert worden, weil sie als Gründerin des Instituts für Frieden und Demokratie mutig für die Menschenrechte in Aserbaidschan eingetreten ist und sie verteidigt hat. Das Europäische Parlament fordert die Regierung in Aserbaidschan auf, diese unschuldige Frau, deren Gesundheitszustand sich dramatisch verschlechtert, sofort freizulassen. Ich will hier hinzufügen, wir haben versucht, eine parlamentarische Delegation nach Aserbaidschan zu schicken, um Frau Yunus zu besuchen. Das ist uns bis dato nicht gelungen. Deshalb protestiere ich hier ausdrücklich dagegen, dass unseren Kolleginnen und Kollegen der Zugang zu Frau Yunus von Seiten der Behörden Aserbaidschans bis zum heutigen Tag verweigert wurde. Das ist nicht hinnehmbar. Und deshalb, dass Ihre Tochter heute hier ist, ist ein symbolischer Akt. Meine sehr geehrten Damen und Herren, viel besser als ich ihn beschreiben könnte, sagt über die Arbeit von Dr. Mukwege ein kurzer Film aus, den wir Ihnen, bevor ich fortfahre, zeigen wollen. Bitte sehr. Diese beeindruckenden und
auch aufrüttelnden Szenen sagen viel aus über Sie, Dr. Mukwege. Eine faszinierende Persönlichkeit und zugleich ein bescheidener Mann, der sein Leben dem Kampf für Frieden und Gerechtigkeit verschrieben hat. Ein Arzt, der sich unermüdlich um seine Patienten kümmert und unter den widrigsten Umständen alles daran setzt, ihr schreckliches Leid zu lindern. Und doch können wir uns den Schmerz und das Elend kaum vorstellen, dem Sie in jedem Tag Ihrer Arbeit in dem von Ihnen gegründeten Panzi-Krankenhaus begegnen. Ich sage Ihnen im Namen meiner Kolleginnen und Kollegen unsere Bewunderung und unseren tiefen Respekt für das, was Sie an jedem Tag leisten. Anstatt wegzuschauen und sich abzuwenden, sind Sie im Angesicht grausamer Gewalt zu einem furchtlosen Mann geworden. Einem Mann, der sich um die am meisten vernachlässigten Opfer des Krieges kümmert, um Frauen und Mädchen, die Opfer sexueller Gewalt wurden. Sie haben das Leid unzähliger Frauen und Mädchen gelindert. Sie haben den Überlebenden eine Zuflucht geboten und ihnen eine helfende Hand gereicht, um ihre verletzten Körper und ihre gebrochenen Seelen zu heilen. Unermüdlich prangern Sie an, dass Vergewaltigung systematisch als Waffe im Krieg gegen Unschuldige eingesetzt wird. Und dass diese Gräueltaten nicht nur Gewalttaten, sondern, wie Sie es gesagt haben, Teil einer Strategie sind. Vergewaltigungen sind immer unmenschlich und brutal und wir verdammen sie. Aber wir müssen den Worten auch Taten folgen lassen. Und das heißt, meine Damen und Herren, die de facto herrschende Straffreiheit für Vergewaltigungen in bewaffneten Konflikten muss beendet werden. Wenn Vergewaltigungen von Befehlshabern angeordnet werden, dann handelt es sich um ein Kriegsverbrechen. Und dann müssen diese Kriegsverbrechen auch wie Kriegsverbrechen bestraft werden. Und noch immer finden in der Demokratischen Republik Kongo Massenvergewaltigungen statt. Unzählige Frauen erlitten dasselbe Schicksal in Syrien, im Irak, in Ruanda, in Bosnien-Herzegowina und anderen bewaffneten Konflikten. Und fast alle diese Verbrechen blieben ungesühnt. Das Europäische Parlament fordert die Regierung der Demokratischen Republik Kongo genauso wie die Regierungen in anderen betroffenen Ländern auf, ihre Verantwortung zu übernehmen. Und alles zu tun, um die Vergewaltigungen sofort zu stoppen. Alles zu tun, um die Straflosigkeit für Vergewaltiger zu beenden. Und alles zu tun, um Frauen einen freien Zugang zum Rechtssystem zu garantieren. Sehr geehrter Dr. Mukwege, das Europäische Parlament ehrt mit dem Sacharow-Preis für geistige Freiheit Ihre bewundernswerte Arbeit, Ihre Arbeit als Arzt und als Kämpfer für die Würde von Frauen, für Gerechtigkeit und Frieden in Ihrem Lande. Ich hoffe, dass es uns gemeinsam gelingt, das Bewusstsein dafür zu schärfen, dass Vergewaltigungen systematisch als Kriegswaffe eingesetzt werden. Ein abscheuliches Verbrechen, das wir mit all unserer Kraft gemeinsam bekämpfen und ausrotten müssen. Gestern haben Sie, Herr Dr. Mukwege, im Europäischen Parlament einen Satz gesagt, der mich sehr beeindruckt hat. Und ich zitiere Sie. En m'attribuant ce prix, vous reconnaissez à toutes ces femmes. Sie sorgen dafür, dass es Anerkennung gibt für all die Frauen und Mädchen, dass sie als Opfer anerkannt werden, in meinem Land und überall auf der Welt, wo es diese Verbrechen gibt. Den diesjährigen Sacharow-Preis für geistige Freiheit an Dr. Denis Mukwege aus dem Kongo überreichen zu dürfen. Herr Dr. Mukwege, Sie haben das Wort.
Monsieur le Président. Herr Präsident des Europäischen Parlaments, meine Damen und Herren Volksvertreter der Völker der Europäischen Union, sehr geehrte Gäste. In aller Bescheidenheit und mit großer Hoffnung nehme ich heute den prestigeträchtigen Sacharow-Preis für Meinungsfreiheit entgegen. Dieses Jahr haben Sie den 100. Jahrestag des Ausbruchs des Ersten Weltkriegs begangen und Europa dachte, das sei der letzte Krieg dieser Art und dass jetzt die zivilisierte Menschheit den Triumph davon tragen werden. Aber leider ist dem nicht so. 30 Jahre später hat sich der menschliche Wahnsinn erneut gezeigt. Seither haben Sie aber die Entscheidung getroffen, in Frieden gemeinsam zu leben, in einer Gesellschaft, die auf Freiheit und Wohlstand ausgerichtet ist. In einem immer instabileren sicherheitspolitischen Kontext, wo die Krisenherde auch in der direkten Nachbarschaft der Europäischen Union ständig zunehmen, möchte ich zunächst einmal den gewählten Volksvertretern der europäischen Völker dafür danken, dass sie die menschlichen Tragödien der Frauen, die Gegenstand von Gewalt und Vergewaltigung sind, im Osten der Demokratischen Republik Kongo hier besonders ins Rampenlicht gerückt haben. In einer Welt, wo Gewalt immer mehr banalisiert wird und immer schrecklichere Formen annimmt, ist die Ablehnung der Gewalt eine Form der Dissidenz. Indem sie die Welt darauf hinweisen, dass die Frauen geschützt werden müssen während bewaffneten Konflikten, haben sie die Gleichgültigkeit abgelegt gegenüber einer der größten Katastrophen der Menschheit in der Moderne. Und sie haben noch einmal bestätigt, dass die Lösung des Konflikts im Gebiet der großen Seen und die Förderung von Menschenrechten und Demokratie nach wie vor Prioritäten sind in der Außenpolitik der Europäischen Union. Mit diesem Preis haben sie beschlossen, dem Engagement der kongolesischen Frau seit mehr als 15 Jahren mehr Öffentlichkeitswirkung zu verleihen, ihr Leiden anzuerkennen, aber auch ihre Würde und ihren Mut. Herr Präsident, mein Weltteil ist einer der reichsten dieser Erde. Dennoch lebt die überwältigende Mehrheit der Bewohner in extremer Armut. Das hat mit Unsicherheit zu tun und schlechter Regierungsführung. Und der Körper der Frauen ist zu einem wahren Schlachtfeld geworden und die Vergewaltigung wird als Kriegswaffe genutzt. Das hat zahlreiche Folgen, die sich auf die gesamte Gesellschaft auswirken. Der Familienkern wird zerschlagen, die gesellschaftlichen Strukturen zerstört. Die Bevölkerung wird zur Sklavenarbeit gezwungen oder ins Exil getrieben in einer weitgehend militarisierten Wirtschaft, wo die Kriegsherren nach wie vor sich durchsetzen können, weil es keinen Rechtsstaat gibt. Wir haben es mit einer schrecklich wirksamen Kriegsstrategie zu tun. Die Autorität des kongolesischen Staates und seine Institutionen sind nach wie vor schwach und nicht in der Lage, die Bevölkerung zu schützen oder ihre Grundbedürfnisse zu befriedigen. Herr Präsident, kaum ein Tag vergeht, ohne dass neue menschliche Dramen in meiner Heimat entstehen. Letzte Woche wurden mehr als 140 Personen mit Macheten massakriert in der Region Beni in Nord-Kivu. Schwangeren Frauen wurde der Bauch aufgeschnitten und die Föten zerstümmelt. In weniger als anderthalb Monaten wurden 200 Personen gewaltsam ums Leben gebracht. Wie jedes Menschenwesen wäre es mir sehr recht, wenn ich nicht mehr von derartigen Hassverbrechen sprechen müsste, die so vielen meiner Mitmenschen zugefügt werden. Aber wie kann ich schweigen, wenn seit mehr als 15 Jahren wir
als Chirurgen mit diesem Anblick zu tun haben, an den man sich nie gewöhnen wird. Wie können wir schweigen, wenn wir wissen, dass diese Verbrechen gegen die Menschlichkeit wirklich aus niederträchtigen wirtschaftlichen Motiven geplant werden? Und wie können wir schweigen, wenn wir wissen, dass diese wirtschaftlichen Beweggründe auch dazu geführt haben, dass die Vergewaltigung zu einer Kriegsstrategie geworden ist? Jede vergewaltigte Frau ist für mich vergleichbar mit meiner Frau. Jede vergewaltigte Mutter. Ist für mich das Ebenbild meiner Mutter. Und jedes vergewaltigte Kind ist für mich das Ebenbild meiner Kinder. Wie können wir angesichts dieser Ereignisse schweigen? Welches menschliche Wesen mit Bewusstsein kann schweigen, wenn ein 6 Monate altes Kind eine zerstörte Vagina auftreibt durch eine brutale Penetration mit schneidenden Objekten oder durch chemische Produkte verätzt wurde. Und schon eine einzige Vergewaltigung ist sehr schwerwiegend. Aber in meinem Land gibt es Hunderttausende von Frauen, die vergewaltigt wurden und Tausende von Kindern sind aus Vergewaltigungen herausgeboren worden und Millionen von Menschen sind bei diesen Konflikten umgekommen. Und das führt zur Entrüstung in der gesamten Welt. Aber in der kongolesischen Gesellschaft hat man diese Bezugspunkte verloren und diese Massengewalttaten werden praktisch als nebensächlich betrachtet. Und das ist ein Zeichen dafür, dass diese Gesellschaft traumatisiert ist durch zu viel Gewalt und zeigt auch, dass es hier an gemeinsamem Verantwortungsgefühl für Menschlichkeit fehlt. Herr Präsident, Sie haben viel Zeit und Energie darauf verwandt, diese Folgen der Gewalt auszumerzen. Und jetzt müssen aber die Ursachen bekämpft werden. Es gibt tausende von Zeugenaussagen, die unter Beweis stellen, dass die kongolesische Bevölkerung sich nach Justiz, Frieden und einem Wandel sehnt. Es muss dringlich gehandelt werden. Es gibt Lösungen, aber sie setzen politischen Willen voraus. Wir stehen an einem Scheideweg. Das Rahmenabkommen für Frieden, Sicherheit und Kooperation, das in Addis Abeba 2013 unterzeichnet wurde, darf nicht Makulatur bleiben. Als historischer Partner und erster Hilfsleister fordern wir jetzt die Europäische Union und ihre Mitgliedstaaten auf, die Umsetzung dieses Hoffnungsabkommens wieder zu beleben. Wir nennen diese als Abkommen deswegen ja auch Abkommen der Hoffnung. Sie sollten sämtliche Hebel wirtschaftlicher und finanzieller Natur in Bewegung setzen, aber auch politische und diplomatische Hebel, um dafür beizutragen, dass für ein für alle Mal dieser Konflikt an den großen Seen gelöst wird. In der Demokratischen Republik Kongo genießt die Konsolidierung des Staates und die Wiederherstellung der Sicherheit im Osten die höchste Priorität dar. Die Reform des Sicherheitsbereiches ist eine der wichtigsten institutionellen Reformen und sämtliche Anstrengungen zur Umsetzung, zur Verwirklichung der Grundaufgaben des kongolesischen Staates, nämlich die Zivilbevölkerung zu schützen, dürfen gescheut werden. Und Justiz muss jetzt insbesondere die schwerwiegenden Verbrechen bekämpfen. Der Straflosigkeit von Kriegsverbrechen muss ein Ende gesetzt werden. Es wird keine wirtschaftliche und soziale Entwicklung geben ohne Achtung der Menschenrechte. Und es wird weder Frieden noch Sozialentwicklung geben, ohne Achtung für die Menschenrechte, ohne Wiedergutmachung für die Überlebenden von Vergewaltigung, ohne Wiederherstellung der öffentlichen, hoheitlichen Aufgaben, ein Vetorecht gegen die Sicherheitskräfte und
ohne Aufklärung und damit Förderung der Aussöhnung. Herr Präsident, die Menschenrechte sind Teil der Grundwerte der Europäischen Union und auch eine Zielsetzung in der Außenpolitik. Durch die Förderung des Friedens, durch die Entwicklung und Stärkung der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit. Nach unserer bescheidenen Meinung ist das wirklich eines der Alleinstellungsmerkmale der Europäischen Union im Vergleich zu anderen internationalen Ansprechpartnern. Aber in der Realpolitik zeigt sich allzu oft, dass geostrategische und wirtschaftliche Interessen Vorrang haben vor der Achtung und dem Schutz der Menschenrechte. Die Europäische Kommission hat einen Verordnungsentwurf vorgelegt für die verantwortungsbewusste Versorgung mit Rohstoffen. Dieser Entwurf wird von ihrem Gremium geprüft werden. Und das ist wichtig, dass hier verbindliche Vorschriften gemacht werden, insbesondere für die Einfuhr von Rohstoffen aus Afrika. Ich möchte hier den Wunsch zum Ausdruck bringen, dass hier stärker geachtet wird auf ein konsequentes Handeln, Vereinbarkeit von Wirtschaftspolitik und Menschenrechtspolitik. Die Menschenwürde muss auch im Mittelpunkt der wirtschaftlichen und finanziellen Anliegen stehen. Unser Land genießt ein riesiges Potenzial. Wir brauchen verantwortungsvollen und transparenten Handel. Dann hätte der Kongo auch die Möglichkeit, sich intern zu entwickeln, aufgrund der Bodenschütze, aber vor allem auch aufgrund der menschlichen Ressourcen, die heute nicht genutzt werden können, weil hier weder richtiger Frieden noch erklärter Krieg herrschen. Herr Präsident, dieser Preis kann nur Bedeutung haben für die Frauen, die Gegenstand sexueller Gewalt waren, wenn sie uns weiter begleiten auf dem Weg des Friedens, der Justiz und der Demokratie. Wir widmen also diesen Preis allen Überlebenden sexueller Gewalt in der Demokratischen Republik Kongo und weltweit. Wir sind überzeugt davon, dass die Veränderung auch von diesen mutigen, entschlossenen und würdigen Frauen mitgetragen wird. Sie inspirieren uns bei unserer täglichen Arbeit. Und wir widmen diesen Preis ebenfalls sämtlichen Menschenrechtsaktivisten, die sich tagtäglich oft unter schwierigen Bedingungen und weit entfernt vom Rampenlicht dafür einsetzen, eine Kultur des Friedens fördern und die Opfer unterstützen bei der Einforderung ihrer Rechte und bei der Forderung nach rechenschaftspflichtigen Institutionen. Und wir sind dankbar für den professionellen und engagierten Einsatz der Mitarbeiter im Panzi-Krankenhaus und allen, die uns bei unserer unterstützen. Ich denke hier insbesondere an die Europäische Agentur für humanitäre Hilfe, ECHO, die uns seit mehr als 10 Jahren fördert. Ohne ihre Unterstützung wären wir nie so weit gekommen. Gemeinsam müssen die politischen Entscheidungsträger, die Zivilgesellschaft und die Bürger, Männer und Frauen, einen Halt zu rufen gegenüber der Nutzung der Vergewaltigung als Kriegswaffe. Und wir müssen eine bessere Zukunft aufbauen für unsere Kinder und Enkel und einen geeigneten Rahmen für ihre Entfaltung schaffen und diejenigen unterstützen, die sehr gelitten haben, damit sie auch eine Zukunft in größerer Freiheit angehen können. Herr Präsident, sehr geehrte europäische Abgeordnete, zum Abschluss möchte ich mich auch in Ihrem Parlament an meine Mitbürger wenden. Wir haben auch zahlreiche Landsleute hier in meiner Delegation. Liebe Landsleute, unser Land, die Demokratische Republik Kongo, gehört uns. Ihre Bodenschätze, Ihre menschlichen Ressourcen, Ihre Institutionen, Ihre Zukunft sind auch unsere Aufgabe. Uns als kongolesischer Bevölkerung obliegt es, unsere Gesetze, unsere Justiz, unsere Regierung zu gestalten im Interesse aller und nicht nur im Interesse einiger weniger. Der Sacharow-Preis, den uns das Europäische Parlament verleiht, ist Ihr Preis.
Und er ist ein Symbol für Meinungs- und Gedankenfreiheit. Ein Recht, das uns versagt wurde. Ein Recht, das wir nach Terror und Unterdrückung wirklich beinahe schon vergessen haben. Aber es ist ein erworbenes Recht. Und die europäischen Völker über ihre Volksvertreter reichen uns heute die Hand, um uns dieses Recht wieder anzueignen. Sie wollen uns in unserem Kampf für Freiheit, Frieden, Justiz und Fortschritt unterstützen. Laut vor der gesamten Welt hier festhalten, dass Europa seine Solidarität zum Ausdruck gebracht hat. Europa möchte uns begleiten bei der Wiederherstellung eines würdigen Kongo. Wir sollen gemeinsam Fortschritte mit Europa zeitigen, damit ein für alle Mal Frieden und Justiz wieder einkehren im Kongo und wir eine bessere Zukunft gestalten können. Unser Land ist krank, aber gemeinsam mit unseren Freunden weltweit können wir dieses Land wieder gesunden lassen. Vielen Dank. Was war ich sieben?